So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die Post war da. Paketnummer 398 ist das jetzt, glaube ich. Also, die letzten drei Videos sind eigentlich alle heute entstanden. Ich würde sagen, wir schnacken das lang. Wir gehen runter auf den Tisch, wir packen das aus. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. Die ganz schlecht verschlossen. So. Kommt etwas raus, was jetzt eigentlich unbedingt braucht hätte. Aber mit Sicherheit irgendwann wieder brauchen werde. Das ist so ein Schnellwechselstativ. Schnellwechselstativ. Ich kann jetzt hier Aufschrauber und jetzt so eine Schnellwechselplatte, die wir an der Kamera festmachen können. Aber meine Kameras, wo ich gerade war, ob ich irgendwo eine Christ bereit habe. Ja. Richtig griffbereit jetzt, aber dann holen wir halt einfach schnell eine. Meine Kameras, wie jetzt zum Beispiel die Sony ZV-E1, die haben ja von mir alle so ein, wie sagt man damit, so ein Rahmen halt letztendlich kriegt, dass sie jederzeit in dem Rahmen die Schnellwechselplatte festmachen kann. Zudrecken und sprich das Teil, das könnt ihr jetzt eigentlich auch rein theoretisch einfach hier drauf montieren und kann dann die Kamera somit einfach immer schnell auf und runter schrauben. Und das ist eigentlich auch nichts anderes wie ein Stativ, ohne dass sie da jedes Mal die Schraube lösen muss. Jetzt hier bei dem kleinen Ding macht es jetzt vielleicht nicht wirklich viel Sinn, weil da komme ich an die Schrauben, na, da ist extra so Gewinde, dass ich das von Hand schrauben kann. So. Aber so kann jetzt die Kamera einfach da reinhängen. Ausmittler. Gutdreher. So, und jetzt habe ich letztendlich das Ganze auch um ein paar Zentimeter erhöht. Die Kamera kann jetzt ganz normal so weiter nutzen mit dem Fuß und kann den Fuß aber halt dann an jedes Stativ machen und kann da alle meine Kameras dann einfach schnell drauf und runter schrauben. Gut, meine Wechselplatte, das Teil hier, das brauche ich in der Regel eigentlich nicht, weil für das dann ja den. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Rahmen, aber den Rahmen, den habe ich erst vorgestellt in meinem Video, was ich hier drauf gekauft habe. Und das habe ich auf alle meine Kameras. Damit ich einfach schnell halt die Kameras von einem Stativ aufs andere Stativ wechseln kann, spart mir unwahrscheinlich viel Zeit. Und die muss ich jedes Mal dann das Teil unten nachschrauben und das hat alles das Arca-Swiss Format, so dass dies untereinander überall kompatibel ist. Das ist echt Gold wert. Also kann jedem empfehlen. Die Schnellwechselplatte, was ich jetzt kriegt habe, die habe ich auf Amazon bestellt und die war im Angebot für, ich weiß jetzt nicht, ich nehme irgendwas zwischen 6 und 8 Euro. Kostet normal 12 Euro, war einen Tag reduziert, habe ich bestellt. Verlinke es euch trotzdem mal. Also wenn ihr auch sowas möchtet, sonst bei Amazon in der Warenkorb und dann auf die Merkliste verschieben und wenn ihr seht, das ist irgendwann unter 10 Euro, wird die zuschlagen. Über 10 Euro, eher weniger. Auf eBay kostet die auch 7 Euro, kommt dann aber aus China, kann eventuell Probleme mit dem Zoll geben und dauert in der Regel sehr lang. Gut, kurzes Video. Die Post war da, 398 habe ich glaube gesagt, gell? Ja. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss. Yeah. Justin Dami. Alvin.
I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ay. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it.